Und unsere Frage lautet eben heute, wenn ich das Arbeitslosengeld nur beziehen muss, weil ich schwer krank war, wenn das Krankengeld also bereits ausgelaufen ist, wird das irgendwie anders gewertet? Gibt es hier vielleicht wieder so eine der berühmten Ausnahmen im Sozialrecht? Herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Worüber wir heute sprechen wollen, war für mich eigentlich nie wirklich ein Thema. In letzter Zeit haben mich aber wirklich viele Fragen gerade dazu erreicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, das klären wir doch heute einfach mal im Rahmen eines neuen Videos. Es geht um Folgendes. Wenn du lange Zeit krank bist, dann gibt es ja nach spätestens 78 Wochen kein Krankengeld mehr. Für die meisten Menschen geht es dann mit Arbeitslosengeld weiter. Und die Menschen, die jetzt in letzter Zeit geschrieben haben, die wollten wissen, ob diese besondere Zeit der Arbeitslosigkeit anders für die Wartezeit bei der Rente gewertet wird. Das mit der Arbeitslosigkeit und der Wartezeit zur Rente, das ist zwar nicht kompliziert, für die unterschiedlichen Rentenarten gelten aber jeweils wieder andere Voraussetzungen. Es gibt ja auch unterschiedliche Wege, Arbeitslosengeld zu bekommen, also Arbeitslosengeld 1, 2 oder früher die Arbeitslosenhilfe. Und deswegen muss man da schon genauer hinschauen. Ganz konkret geht es um die Frage, ob man eine gewisse Anzahl von Jahren für die Wartezeit erreicht, also eine Wartezeit für eine vorgezogene Altersrente. Und hier ist dann oftmals wichtig, ob die Phase, wo ich arbeitslos war, auch mitzählt. Zu diesem Thema habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Wenn du hier draufklickst, kannst du dir das gern anschauen. Heute in diesem Video beschäftigen wir uns eben mit der Zeit, wo ich Arbeitslosengeld nach der Aussteuerung, also nach dem Ende des Krankengeldes bekomme. Und ganz speziell geht es um die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Option der vorgezogenen Rente, wo du nach 45 Versicherungsjahren ohne Abzug rauskommst. Wann genau? Das ist auch nochmal nicht ganz so einfach zu belegen. Da gibt es nämlich viele falsche Infos im Internet. Haben wir in einem Beitrag ein bisschen zusammengefasst. Den Link dazu findest du unter dem Video. Und bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es so eine kleine Besonderheit in den letzten 24 Monaten vor dem geplanten Rentenstart. Hier zählt das Arbeitslosengeld 1 nämlich nicht zur Wartezeit mit. Ansonsten schon, aber eben nicht in diesen letzten 24 Monaten. Und wenn man das eben nicht weiß, kann man sich ganz schön in die Nesseln setzen. Und unsere Frage lautet eben heute, wenn ich das Arbeitslosengeld nur beziehen muss, weil ich schwer krank war, wenn das Krankengeld also bereits ausgelaufen ist, wird das irgendwie anders gewertet? Gibt es hier vielleicht wieder so eine der berühmten Ausnahmen im Sozialrecht? Und hier lautet die klare Antwort, nee, gibt es nicht, egal unter welcher Voraussetzung du Arbeitslosengeld beziehst, in den letzten 24 Monaten vor dem Start der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, da zählt Arbeitslosengeld 1 nicht als Wartezeit. Falls dir also noch was fehlt zu den 45, musst du die irgendwie auf andere Weise vollkriegen, beispielsweise über eine freiwillige Zahlung an die Deutsche Rentenversicherung. Wenn es um die Altersrente für besonders langjährig Versicherte geht, ist eben bei dieser 45-jährigen Wartezeit vor allem wichtig, sind die 45 bereits voll, bevor ich arbeitslos werde. Wie genau die Arbeitslosigkeit jetzt zustande kommt, spielt rentenrechtlich an dieser Stelle wirklich keine Rolle. Ich hoffe, wir konnten das Thema so aufbereiten, dass du es gut nachvollziehen kannst. Wenn du noch mehr Infos zum Ende des Krankengeldes suchst, dann empfehle ich dir dieses Video. Für heute sind wir durch und ich sage an der Stelle ciao und bis bald.